Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. Ja, halli, hallo, hallöchen, ihr habt's gehört, wir müssen einsteigen, wir sind auf der PlayStation unterwegs und spielen Train Sim World 2. Und ich muss jetzt alle meine DLCs, die ich schon für Train Sim World gekauft habe. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. Nochmal freischalten, genau. Also ich muss hier gerade das Startprozedere durchgehen. 5 Sekunden Batterieschalter drücken. Machen wir. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. Machen wir auch. Signal, nur Spitzensignal. Habe ich nicht richtig. Jetzt. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Hauptschalter nutzen. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam, dass eine Lokomotive in Betrieb ist. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. Was? Ist er noch gar nicht oben? Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Haupttrennschalter geregelt. Aber ich will gerade noch gucken, wie es aussieht. Außen. Frontkamera. Wow. Hier ist dieser sogenannte Kontaktarm, der Stromabnehmer. Und ja, Signal ist auch gut, alles klar. Dings läuft. Hier ist alles dunkel. Das können wir aber auch irgendwie einschalten. Okay, wir müssen mal wieder auf den Fahrersitz und setzen. So, was sollen wir jetzt machen? Nutzen Sie den Hauptschalter, um die Fahrt. Okay, war ich zu schnell. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. So, die Leute können einsteigen. Wir gehen schnell mal gucken. So, macht die. Die Tür ist geschlossen. Komm nicht raus. Im Szenario komme ich nicht raus. So, wir gehen nochmal auf die Frontkamera. Wir jetzt sehen, ist da offen. Die können ein- und aussteigen. Wir können auch mal rein switchen hier. Ist gar keiner eingestiegen. Oh. Ah, wir gehen wieder auf den Fahrersitz. Nämlich gerade mal die Türen wieder schließen. Das Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. Muss man das wirklich so machen? Verriegeln? Verriegeln? Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die Parkbremse betätigt. Wir müssen sie erst lösen, bevor wir weiterfahren können. Okay, ein hochmoderner Zug. Haben wir gelöst. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden.
Geht doch. So, sehr schön. So, eigentlich kann ich schneller fahren. Ich fahre einfach mal schneller hier. So, er sagt gar nichts mehr. Kann ich bremsen? Wieso kann ich nicht bremsen? Hallo? Ich kann wirklich nicht bremsen. Was ist denn da los? Irgendwas ist schiefgegangen. Die Bremse ist kaputt. Hallo? Wir sind zu schnell. Ich kann die Bremse nicht betätigen. Zeigt mir das hier auch nicht an. Hallo? 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 Die Bremse ist kaputt. Das Szenario geht schief. Ich kann wirklich die Bremse nicht betätigen. Es zeigt mir das nicht an. Ich komme nicht dran. Super. Okay, das Szenario ist schief gegangen, weil die Bremse geklemmt hat, oder was? Och, nö. Es hätte alles so gut laufen können. Es ist perfekt gelaufen, bis auf die Bremse. Also theoretisch, wenn wir jetzt in den nächsten Bahnhof reingefahren, hätten dann die Türen aufgemacht oder wäre es sogar schon beendet worden. Jetzt muss ich alles nochmal machen und hoffen, damit dann die Bremsen gehen. Weil jetzt wird es immer so sein, genau, jetzt kann ich dann nochmal von vorne anfangen. Also, wir sehen uns später wieder. So, nachdem ich die Einführung für diese Baureihe 176.2 gemacht habe, darf ich heute wirklich ans Steuer. Und das machen wir gerade. Wir müssen die Türen entriegeln. Und ich glaube, sie wollen auf der Seite einsteigen. Jawohl. So, dann haben wir noch vorne das falsche Signal. Das stellen wir gerade mal noch hier um, damit wir nicht Heck, sondern Spitzensignal vorne. Jawohl, dort haben wir. Perfekto. Wir schalten hier noch AFB. 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 Genau, ich hab's kapiert. AFB schalten wir noch ein. Alles klar. Innenbeleuchtung haben wir. Kabinenbeleuchtung ist an. Spitzensignal reduziert.
Schnee haben wir auch. Beleuchtung, Fahrgastraum ein. Mal gucken hier. Jetzt sollte hier eigentlich oben ist überall Licht an. Die Leute haben Strom. Super, können wir uns wieder reinsetzen. Wir müssen jetzt warten bis 12.51 Uhr. Okay, ich kann eigentlich die Türen wieder verriegeln. Okay, ich muss noch länger warten. Und wenn ich noch länger warten soll, würde ich hier dieses SIFA noch einschalten. So, das sieht aus, als ob der Schnee schmilzt, oder? Täuscht das. Okay, das ist schon ein grüner Baum. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob der Schnee schmelzen tut. Auf dem Dach haben wir auch ein bisschen Schnee hier. Die Leute laufen hier noch rum. Hätte ich jetzt noch warten sollen mit Ein- und Aussteigen. Weil eigentlich... Nö, der hat gesagt, ich soll zumachen. Ja, sie können ja noch per Hand aufmachen, theoretisch. Nee, ich hab's verriegelt. Sie können gar nichts. So, ich kann hier schon mal einstellen, keine Ahnung, 40 km/h. Jawohl. Gut. Dann sind wir eigentlich, wir sind eigentlich soweit ready. Die Bremsen sind gelöst. Aber so wie es aussieht, schmilzt es gerade hier. Die Sonne kommt rum. Es wird eigentlich immer weniger. Hab das so eigentlich auch noch nicht gesehen. Damit hier im Spiel quasi jetzt in der Wartezeit der Schnee schmelzen tut oder weniger wird auf jeden Fall. Aber das ist in der Natur auch so, wenn es dann wirklich geschneit hat. Oh, jetzt ist es wirklich so. Wenn es dann wirklich geschneit hat. Und die Sonne kommt, damit die natürlich mit ihrer Kraft den Schnee zum Schmelzen bringt. So wie es aussieht, wartet da hinten noch jemand. Will die noch einsteigen oder was? Keine Ahnung. Ich mach's wahrscheinlich kaputt, wenn ich jetzt sage, okay, ihr könnt noch einsteigen. Sie will aber nicht einsteigen. Steig ein, ich hab's extra aufgemacht. Jetzt wäre die Möglichkeit von Einzug im anderen umzusteigen. Hinten steht auch noch jemand. Also der andere Zug schließt jetzt die Türen, oder? Jawohl. Okay, wir schließen auch die Türen, würde ich sagen. Wir müssen nämlich los. Gleich. Okay. 56 ist Abfahrt. Kriege ich hier auch Punkte, wenn ich das Fenster aufmache? Nee.
Nur wenn ich eine Seite aufmache, alles klar. Okay, es geht los. Die wilde Fahrt kann beginnen. Wir können jetzt die Geschwindigkeit erhöhen auf 90. Oder auch nicht. So, wird noch ein bisschen mehr Leistung reinmachen. So, ich kann schon schneller fahren. So, das Ding läuft aber gut. So, und das mit dem AFB, mit dem automatischen Fahrbetrieb, ist eine coole Sache. Sifa, Sifa. Oh. Sorry, habe ich vergessen. Meine Güte, kannst du mal aus dem Fenster gucken oder nicht? Ist ja nicht, damit ich gleich eingeschlafen bin. Oh. Die Geräusche werden auch gleich besser, wenn wir da aufmachen. So, als ob das Fenster offen ist halt. So, wir müssen mal hier ein bisschen zurück. So, dann tut er nämlich auch selber bremsen. So, ich muss sowieso mit der Leistung mal zurück. Und einen Bremsvorgang einleiten. Thank you.
Oder macht man das eigentlich auch mit diesen AFB? So, soll ich um 12.56 Uhr dort sein? Da bin ich doch erst abgefahren. Siefer. So, bitte alles einsteigen. Aber ich glaube, ich kann das eigentlich mit dem Schalter machen. Mach mal hier so eine Leistung von 85. Bremse kann ich dann wahrscheinlich wieder lösen. Das gibt aber auch noch ein gutes Bild. So, Türen sind zu. Das heißt, wir können hier passiert erstmal nichts. Ah, vielleicht muss ich es doch so machen. So, los geht die wilde Reise. Oder weiter. Der Schnee ist geschmolzen. Siefer, Zwangsbremsung. Ich hab doch gedrückt. Boah, das ist wirklich, das vergisst du nachher, wenn du da irgendwie so... Zwangsbremsung konnte ich noch aufhalten, glaube ich. So, 100. Bald. Siefer. Ich glaube, mein Controller ist kaputt. Das reagiert viel zu spät. So, jetzt habe ich es aber rechtzeitig gesehen. Kommt da eigentlich irgendwo, muss doch noch eine Lampe kommen hier im Display oder so. Hier oben. Dort über diesen komischen Tee kommt nachher eine Lampe.
sehr schön sieht das aus. Der ganze Schnee ist weg, die Bäume sind noch kahl. Die Sonne hat den Schnee geschmolzen in der kurzen Zeit. Sifa. Und irgendwie macht's noch Laune heute hier mit dem Zug. Muss ich mal sagen. Wahrscheinlich, weil noch keine Katastrophe passiert ist. Kann aber noch werden. Keine Angst. Läuft. Sifa. Sifa. Okay. Habe ich vergessen. Meine Güte, das ist aber auch nervig, das Zeug. Kannst du ja nicht mal in Ruhe pennen hier. So, wir kommen wieder zu spät. Aber dafür sieht es herrlich aus. Ich mag das, wenn das so realistisch aussieht. So, Sifa, ja, ich weiß. Ich bin viel zu schnell, sehe ich gerade. Sifa, Sifa. Puh, gar nicht so einfach hier. Kann sich gar nicht entspannen bei dem Job. Sifa, Sifa.
schauen, damit wir da ordentlich anhalten könnten. Wir sind ein bisschen... Türen entriegeln. Alle dürfen einsteigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es will gar keiner ein- und aussteigen mit mir. Es will gar keiner mit mir fahren. Vielleicht auch, weil wir ein bisschen spät dran sind, weiß nicht. Wir haben 13.12 Uhr und 13.08 Uhr wäre Abfahrt gewesen. Das ist aber nicht so schlimm. Wir machen nachher. Hauen wir hier schon die 150 km/h rein. Was schafft er eigentlich? 160, okay. Also er schafft wahrscheinlich mehr. Ja, in 1,4 Kilometern ist erst 150. Da müssen wir nochmal 130 machen. So, perfekt. Türen verriegeln und verriegeln. Und dann geht's los. Oder auch nicht. Schaut euch die schöne Gegend an hier. So, in 7 Kilometern oder so muss ich wieder anhalten. Ist auf jeden Fall noch ein Stückchen bis zum Ziel. So, und langsamer muss ich auch werden.
Perfekt. 110 in 3,5 Kilometern. Sifa. Okay. Gut, da muss ich echt dran gewöhnen. Also, ich werde noch ein bisschen weiterfahren. Hier würde ich sagen, wir fahren noch bis zum... Ja, bis zum nächsten Bahnhof ist noch weit. Genau. Ich werde noch ein bisschen weiterfahren und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao.